So, liebe Crusader Kings 2 Freunde, willkommen zurück. So, mal kurz den Überblick gewinnen. Wir wollten uns heute um unsere Sophie kümmern. Ich erinnere mich, Sophie ist ja unsere Tante inzwischen, war mal unsere Schwester. Wir hatten, glaube ich, schon mal so eine Folge gehabt, ne, wo wir so ein bisschen überlegt haben, was machen wir mit Sophie? Konnten uns da nicht durchringen. Tja, was haben wir denn hier? Was König Stefan von Frankreich, aha, behauptet, ich würde irrelevanten Vorschub leisten. Wat, wat, wat? Dies könnte zu meiner Verhaftung führen. Was willst du? Ey, Alter, hast du ein Problem? Katholisch-christlich? Bin auch katholisch-christlich. Was willst du denn? König Stefan von Frankreich behauptet, ich würde irre leeren Vorschub leisten. Da werde ich irre lernen. Was mache ich denn? Mensch, 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 wir haben ja einen tollen König. Der führt eh gerade Truppen in Oldenburg an. Ja, toll, Papst ist gestorben. Ja, wir sind schon wieder Papst oder immer noch Papst, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Unsere gute Sophie. Ja. Was machen wir mit unserer Sophie? Wir werden sie verheiraten und wir werden schauen, dass wir sie vielleicht irgendwie ein bisschen verheiraten mit hier unserem König von Deutschland. Denn ich habe mich entschieden, ich möchte hier nicht mehr unter dem König von Frankreich dienen und hätte gern hier den König von Deutschland als Lehnsherr. Und da sollte man schauen, dass wir vielleicht ein Bündnis zustande bekommen. 18 ist leider schon vergeben. 10, 12. Wir könnten mal probieren, ob wir hier ein Verlöbnis arrangieren können mit unserer guten Sophie. Wünscht ein besseres Bündnis. Hallo? So, was haben wir hier? Ah ja, okay, wird wieder jemand Kardinalskollegium berufen. Das ist sehr schön. Der wünscht sich ein besseres Bündnis. Kollege, wir sind hier direkt nebenan. Der wünscht sich ein besseres Bündnis, ne? Mamma mia. Gut, haben wir denn hier irgendeinen Grafen? Guck mal hier, der Graf von Mainz. Kollege, was ist denn mit dir? 10, 11. Verlöbnis arrangieren mit unserer Sophie. Da wünscht sich ein besseres Bündnis. Das darf doch nicht wahr sein. Müssen wir jetzt so zum publischen Grafen gehen und bei einem Grafen schleimen? Gott, und der ist erst 4, ne? Da Tja, Sophie. Ich würde sagen, eiserne Jungfer und so. Ist eine Katastrophe hier irgendwie. Doch nach Bayern vielleicht. Guck mal hier, ich habe hier eine ganz, ganz hübsche Tochter, die du. Na, Tochter, nicht Tante habe ich. Eine Tante habe ich. Die würde doch gut zu deinen Zweijährigen so nicht passen. Würde da nicht passen. Hier, was ist mit dir, Kollege? Da haben wir schon mal geschaut, ne? Hier 14, guck mal. Guck mal. Verlöbnis arrangieren. Hier mit unserer Sophie. Das wird sogar passen. Ja, gut. Alter von Sophie passt. Meinung passt. Fähigkeiten von Sophie passt auch. Die ist zwar nicht an unserem Hof. Aber haben zumindest mal ein Bündnis mit einem Grafen aus Bayern. Das ist jetzt nicht die Traumhochzeit, möchte ich mal sagen. Und sie wird dann leider auch den Hof verlassen. Aber zumindest wird uns das ein Bündnis, wenn auch kein starkes, bringen. Ich hätte irre gern hier ein Bündnis mit dem König von Deutschland. Während wir hier sehen, dass Weimar wieder angegriffen wird, ist ja immer noch im Knast, unser Bruder. Da, wo er hingehört, da, wo er verrotten soll. Und ja. Dann werden wir, wie gesagt, so langsam da mal unsere Fühler ausstrecken. Sophie haben wir jetzt
unter ihrem Stand, das ist richtig. Entsprechend, ja. Unsere Weisheit und Gnade sind legendär. Ist natürlich angekommen oder angenommen auch. Wir haben sie, denke ich mal, ein Stück weit unterm Stand vermählt, aber zumindest mal ein Bündnis. Und so, Richard ist 4. Was hat er eigentlich für einen Regenten? Der Bischof von Mühlhausen. Der mag uns zumindest nicht wirklich. Ist auch eine niedrige Geburt. Ja, da hat man es schon schwer. Wäre natürlich jetzt auch so langsam der Zeitpunkt, wo wir hier schauen könnten, dass wir einfallen, denn er hat keine eigenen Truppen. Das Problem ist den Anspruch, ob wir den dann wieder fingieren, weil wir sonst. Na, würde aber passen. Wenn wir würden. Neuen Lehnsherrn. Ja, wir warten mal noch ein bisschen. Ich meine, wir sind jetzt gerade mal 18, ne, 16 noch, immer noch. Da haben wir noch genug Zeit. Ist jetzt noch kein Grund, direkt Krieg zu erklären, aber wir wollen natürlich schon schauen, na, unsere Kassen sind ja nicht so pralle gefüllt. Wollen natürlich schon schauen, dass wir das zeitnah hier einnehmen. Allerdings dürfen wir nicht zu überstürzen. Wenn wir jetzt einen Krieg erklären würden, und ich weiß nicht, wie unser König von Frankreich, der uns ja eh nicht mag, wie der sich dann entscheiden wird, ob er vielleicht sogar uns angreift dann. Wenn wir hier den Krieg erklären, das kann durchaus alles sein. Können wir hier nicht irgendwie. Was machen eigentlich unsere. Diplomatische Beziehungen. Pass mal auf, Kollege, pass mal auf. Ich habe hier was. Unser Kanzler ist am Ende 19. Diplomatische Beziehungen wollen wir jetzt nicht mehr verbessern. Wollen wir Ansprüche fingieren? Eigentlich brauchen wir es ja nicht, ne? Aber wir können es ja mal trotzdem hier. Obwohl, wenn wir Ansprüche fingieren, müssen wir ja wieder Gold bezahlen und so ein Gruß. Das macht auch keinen Sinn. Ja gut, da werden wir dann die Mission nachher wieder abbrechen. Wir können jetzt nachher besser die Mission nicht abbrechen. Ich glaube, mit Anspruch fingieren ist jetzt Blödsinn. Weil wir dann nochmal 50 Gold extra zahlen müssen, nur dass wir den Anspruch durchbekommen. Und das können wir uns eigentlich sparen. Ich weiß bloß nicht, wenn wir nur den de jure Anspruch durchsetzen wollen, ob wir dann hier nicht uns den König von Frankreich gegen uns aufhetzen. Und ein Unabhängigkeitskrieg, wie gesagt, ist wohl derzeit einfach nicht drin. Kämpft noch gegen, der hat aber hier eine Menge. Ich weiß nicht, es juckt auch so ein bisschen, hier schon die Unabhängigkeit zu erklären. Das Problem dabei ist, wir müssten den seine Ländereien hier alle einnehmen. Das wird extrem teuer. Das heißt, wir müssen wirklich warten, bis das Königreich hier noch kleiner und noch kleiner und noch kleiner ist. Und dann können wir entsprechend versuchen, in die Unabhängigkeit zu gehen. Ansonsten, wie alt ist eigentlich jetzt unsere Verlobte? Noch 13. Okay, das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir sind inzwischen 17 geworden. Sehr schön. Und wir gehen jetzt mal zum Friseur hier. Das geht ja mal gar nicht. Da gucken wir gleich mal. Ja. Ganz tolle Frisuren. Zack. Und wir führen auch Truppen an. Was? In Blauen führen wir Truppen an. Ja, wohin? Wohin geht's? Und der nächste Papst ist gestorben. Ja. Tja, was ist da los? Was ist da los?
im Staate und so, ne? So, ein Sohn wurde lalalop geboren, Name Wilhelm, okay, alles klar. Wo unser Marschall fleißig. Ja, wohin gehen wir? Trifft in Brandenburg ein, ja. Ah, ich sehe gerade. Der ist ja unabhängig, kann das sein? Ja, der ist unabhängig. Ah, das ist ja prima. Bleib mal du unabhängig. Okay, wir können eine Technologie investieren. In eine Technologie können wir investieren. Leichtinfanterie, Schwerinfanterie, Kavallerie, Belagerungsausrüstung, Schiffsbau brauchen wir nicht. Jetzt muss ich mal Pause machen. Ist ja jetzt. Jetzt muss ich mal schauen. Prestigeträchtig, okay. Toleranz, okay. Ich würde gerne auf Militär gehen. Schwerinfanterie, so. Habe ich mich jetzt entschieden. Einfach mal so. Wir machen hier die Schwerinfanterie voll. Auch wenn das. Ja, ist egal. Egal. So, was haben wir denn als nächstes? Hier wurde ein Sohn. So ein Höfling. Und Herzog. Pippin der Verführer? Was macht hier unser Höfling? Ach, unser Onkel. Unser Onkel. So, Höfling. Am 8. März 1815. Da muss sie doch hier in der. Beziehung. Wer ist bitteschön Herzog? Pippin, der Verführer, ist kein Geliebter. Sie ist noch an unserem Hof, so ist auch klar. Ich bin gerade jetzt wieder mal ein bisschen konzentrierter, ihr merkt es schon. Ja, okay, das ist uninteressant. Ein Sohn wurde Theoderade de Provence und Herzog Pippin der Verführer geboren. Ja, wer ist bitte schön Herzog? Mal suchen. Der hier von Flandern. Ja, dann ist er. Ist aber keine Geliebte. Flandern war hier oben. Aber die ist ja noch an unserem Hofe. Und warum zum Teufel hat die einen Balg mit dem Herzog von hier oben da, von dem Knaller, ist eigentlich mit unserem Onkel, also ne, und so verheiratet gewesen, ist jetzt Witwe. Sie hat aber einen Anspruch drauf. Ist mir auch so. Gut, kann man eh keinen Krieg erklären für Flandern oder so. Nun gut. Wie auch immer, wir haben halt hier einen Balg von unserem Höfling da, von unserer ehemaligen Herzogin.
Ist sehr schön. Warum auch immer. So, das können wir hier. Häuptling Michael von Anhalt wird zum neuen Anführer der Unabhängigkeit-Fraktion. Hat Heinrich vor. Na gut, dann gucken wir hier weiter. Ein Architekten wird am eurem Hofe eine Audienz gewährt. Sehr schön. Er schlägt vor, eine neue Burg in Blauen zu erbauen. Ja, wobei für den Bau weniger Baumaterialien benötigt würden, als es bei einem solchen Großprojekt normalerweise der Fall wäre. Bevor ihr ihm antworten könnt, flüstert Siderhard de Hall, euer Verwalter, euch zu. Ich habe von diesem Mann gehört. Ich glaube, wir können. Gold haben wir leider nicht. Ich würde jetzt eigentlich eine Burg bauen, weil wir viel günstiger wegkommen als normalerweise. Wir können ja mal kurz nach Blauen schauen. Wenn wir sonst eine Burg bauen würden, würden wir sonst 700 Gold bezahlen. Ja, das kostet uns 400 Gold. Das Problem ist dabei, ich möchte mein Gold jetzt nicht in eine Burg investieren, sondern in unseren Krieg, in unseren Rachefeldzug. Deswegen tut mir leid, wir müssen den Architekten fortschicken, was ich normalerweise, ich mach mal wieder Play, nicht machen würde. Also normalerweise sollte man die Chance natürlich nutzen. Ja, wir haben doch schon in einen technischen Fortschritt investiert, dachte ich. Oder nicht? Oder wie? Oder was? Ach, hier drüben auch noch. Haha. Kavallerie wäre natürlich auch gut. Wir können ja noch mehr reinschmeißen, alles klar. Also Schiffsbau bringt nichts. Belagerung möchte ich eigentlich auch nicht unbedingt. Christian von LP. Sind nicht verheiratet. Wird ja eh... Ah, das ist auch nicht in unserem Hof. Warum kann ich jetzt eine Heirat... Das ist doch unlogisch. Warum kann ich jetzt eine Heirat arrangieren? Obwohl er doch eigentlich gar nicht in unserem Hof ist. Er ist doch eigentlich hier in Anhalt. Er ist allerdings... Oh, hier, guck mal. Er hat hier Helge der Hohl als Freundin. Ja, wie soll ich denn da jetzt hier Christian von LP... wie soll ich denn da jetzt, bitteschön? Ja, ich möchte sie da nicht irgendwie, Ehepartner auswählen. Ja, ich kann doch nur Leute an meinem Hof auswählen, dachte ich. Das ist mir manchmal ein bisschen schleierhaft. So, ist unsere Cousine. Ist aber auch... Doch, die ist an unserem Hof. Weiter sind wir ja der Lehnsherr. Und wenn wir jetzt hier ein Verlöbnis arrangieren... Ja, das können wir aber auch nicht... Das Marschall von Anhalt. Also, das heißt... Er ist nicht an unserem Hof. Verlöbnis arrangieren, so. Wie heißt die Helga? Helga de Hall. So, die sind ja Freunde. Wie auch immer, sie scheint ja hier bei uns an unserem Hof zu sein.
wünsche ein besseres Bündnis. Ja, was soll ich da sagen? Also warum soll ich den Knaller hier verheiraten? Ich meine, er wäre zwar theoretisch unser Nachfolger, im Moment zumindest. Was geht denn hier ab? Theoretisch zumindest unser Nachfolger. Das Problem ist, der ist hier in Anhalt, der Marschall. Ja, da finde ich doch niemals eine passende Frau für den. Ist er nicht mal ein Herzogssohn oder was auch immer? Ist ein Traum. Ist ein Traum. Werden wir uns in der nächsten Folge mit beschäftigen müssen. Werden wir mal schauen, ob wir vielleicht hier jemanden aus... Oh mein Kollege, du bist noch jung und du hast... Unser Onkel? Das werden wir uns dann das nächste Mal aufsparen. Ich würde sagen, ich mache eine Aufnahmepause. Müssen wir mal schauen, dass wir da für den irgendeinen Knaller finden. Ich weiß nicht, wie ich den verheiraten soll, da er nicht an unserem Hof ist. Lustigerweise ich dadurch auch keinen von unserem Hof auswählen kann für ein Verlöbnis. Das heißt, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen. Macht für mich gerade nicht so den Sinn, da ich eigentlich keinen Einfluss habe, jemanden aus einem anderen Gebiet zu verloben, zu verheiraten, wie auch immer. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Ich meine, wir wollen ja eh andere Nachfahren haben. Ne? Wir sind dabei, bald zu heiraten. Unser Verlobter ist immerhin schon ganze 13. Also es dauert noch 3 Jahre, dann können wir sie heiraten und dann geht das los. Ne? Dann hier 1, 2, 3 und so. Dann werden wir da wieder eine Fußballmannschaft aufbauen. Und dann hat sich das eh mit der Nachfolge anders geregelt, als das momentan ist. Denn momentan, wer ist unser Nachfolger hier? Eben jener Christian, der ist hier der Marschall, ist auch nicht so die Monsterbacke. Wir sehen es, hat um den 16 Intrige, weiß nicht, was er hier als Marschall mit Achter zu suchen hat. Ist mir auch ein Rätsel, aber sei es drum, das machen wir dann einfach in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann hier in nächster Folge wieder oder hören uns, je nachdem. Bis dann, ciao.